mit 5 Wolfsrudeln, die direkt um mich herum leben. Ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden am Wolfsrevier spazieren. Gehöre ich zu einer ganz seltenen Spezies, die eben wirklich in allen Bereichen des Wolfes, sprich, ich habe natürlich auch 50 Wolfsbücher in Deutsch und Englisch, 100 Fachaufsätze in Englisch, die ganzen Dokus logischerweise auch. Und ich mache seit 14 Jahren nichts anderes. Und deswegen bin ich die Speerspitze des deutschen Wolfsschutzes. Ich bin sozusagen das Sprachrohr für die Wölfe. Und ich bin von Journalisten eben auch schon gefragt worden, würdest du dich als Anwalt der Wölfe bezeichnen? Und da sage ich natürlich. Und wer dann süffisant sagt, die Selbsternannten, ja hallo, wird man denn dazu staatlich ernannt? Ist immer meine Gegenfrage, ist doch Schwachsinn. Und ich war dann 2 Jahre nochmal mit meiner Jugendliebe nach der Trennung von meiner Familie zusammen. Und die hat eine Wildtierauffangstation. Und wir haben damals, das Stationshaus war 90 Quadratmeter und außer uns haben da immer irgendwelche Praktikanten, Auszubildende. Ich habe gelernt, dass man auch mit Hunden im Bett schlafen kann, was es bei uns früher nie gab, sowas. Und so bin ich dann vorbereitet gewesen, als ich dann im Februar 2010 hier in meine kleine Hundehütte von 50 Quadratmetern mit 3 Räumen, Küche, Bad eingezogen bin. Guck mal, war einer. Klasse. Guck mal, da ist die Shiva. Haha, guck mal. Nee, nicht ihn antatschen. Die haut ihn immer weg. Hör mal auf, Schatzi. Ich sag immer so schön, es gibt viele Städter, die wohnen auf solcher Größe. Weil es gibt natürlich auch ein paar, die lächeln dann darüber. Sag ich, was gibt es darüber zu lachen? Ganz viele Menschen leben auf 50 Quadratmeter. Das soll doch jedem selbst überlassen sein. Und von daher habe ich mein Leben natürlich in der Mitte meines Lebens komplett geändert, ganz klar. Ich nehme auch einmal Welpen ab, was ich allerdings nicht wollte. Und die habe ich dann einen verschenkt und 3 billig für 1000 Euro abgegeben und habe mich geärgert, weil da war eine weiße Tochter dabei. Die war so unglaublich. Da habe ich auf Rotz und Wasser geheult. Die ist nach Finnland gegangen. Tierchen, alles gut. Ich wollte einfach mal das Fenster sauber machen. Schon gut, Schatz. Schon gut. Die beiden kommen auch ins Haus rein, aber das ist meistens dann so, dass sie dann nur hier alles abschnüffeln und so weiter. Bei Kahn muss ich mal aufpassen, dass er nicht markiert. Also reinpinkelt sozusagen. So. Mein Traum wäre tatsächlich mal irgendwie so 2-3 Wochen ganz ohne Hunde irgendwo die Füße hochlegen. Entweder Skilaufen oder aber eine Woche Skilaufen, eine Woche irgendwo an den Strand legen, das wäre so die ideale Kombination. Da hätte ich mal so richtig Lust drauf. Aber das Problem ist, hier aufpassen können nur 2 Leute, 3 Leute. Aber alle haben was anderes zu tun und deswegen habe ich im Grunde niemanden, der hier aufpassen kann und deswegen muss ich das selber machen. Deswegen bin ich auch jeden Tag sehr viel in der Natur und das ist natürlich eine super Entspannung.